Hallo und herzlich willkommen bei den Nerdnets oder in dem Fall bei der Nerd klebt. Ich habe ein Diamond Painting fertig und ich wollte es euch zeigen. Es ist kein großes Diamond Painting. Ich zeige es euch mal von oben, das heißt, es war erst ein bisschen. So sieht das im Ganzen aus. Das ist von Diamond Painting Deutschland. Da unten könnt ihr es sehen. Das ist die E-Mail, die Internetadresse. Da könnt ihr es bestellen. Hier steht 30x30. Das ist die Leinwandgröße. Also insgesamt von hier bis hier. Die Bildgröße an sich ist ungefähr 25x25. Und wie man schon sehen kann, hier sind keine Steine. Das ist also ein partielles Diamond Painting und ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe mir vor einiger Zeit bei Diamond Painting Deutschland 3 Diamond Paintings bestellt. Das hier ist das kleinste davon und am Ostermontag ist es mich überkommen und ich habe das mal kurz angefangen und am gleichen Tag noch beendet. Ja, geht super schnell. Es sind ja auch nicht viele Steine insgesamt. Es war das kleinste mit Abstand. Ich habe 2 weitere und ich habe zwar, ich zeige euch die mal kurz. Ich habe zum einen, das ist der Karton, diese Regenbogenrose, habe ich mir schon überlegt, ob ich die vielleicht im Juni machen soll. Die hat auch nur 40x40, also ein bisschen größer, aber eben komplett, also überall sind dann Steine. Und ich habe in einem Anflug von Größenwahn ein Herz bestellt. Das hat 80x64 cm, 275 Farben. Ja. Das soll dieses Jahr mal noch angefangen werden. Irgendwann, wenn die Schildkröte zu Ende ist, aber vermutlich nicht als direkt nächstes, sondern vielleicht als übernächstes, weil 275 Farben, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Reden wir mal von dem Bild hier. Es hatte 18 Farben. Das sieht man alle hier. Eine extra Legende gab es nicht. Gab also nur das. Die Steine waren in diesen Tütchen verpackt und auf den Tütchen waren direkt die Nummern, die man hier vorne sieht, angedruckt. Die einzige Farbe, die ein C-Code hat, war die 9 mit 310. Das ist schwarz. Schwarz ist auch die einzige Farbe hier, die kein Strassstein war. Logischerweise macht auch keinen Sinn. Schwarz ist Strass. Alle anderen Farben sind Strass. Ja, ein bisschen schade, dass der Rest keinen DMC-Code hat. Das bedeutet, dass man es vielleicht irgendwie wegsortieren kann und vielleicht wiederverwenden kann. Klar kann man die Steine aufheben und irgendwie mal auf eine Karte draufkleben für ein Kind, das Geburtstag hat oder so. Aber man kann jetzt nicht sagen, man hat ein Diamond Painting, da sind ein paar Steine ausgegangen, man nimmt jetzt die. Ja, und da sind wir schon beim nächsten Thema. Mir sind tatsächlich Steine ausgegangen. Und zwar diese großen. Hier ist eine. Und da, da. Und hier hätte einer sein sollen. Klebt auch gut. Und hier hätte auch einer sein sollen. Hat aber nicht gereicht. Also diese 2 Steine waren nicht da. Dann habe ich Diamond Painting Deutschland angeschrieben und gesagt, ja, wenn du das nächste Mal bestellst, dann sag Bescheid, dann liefern wir die mit. Ja, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wann ich das nächste Mal bestelle, weil ich habe noch ein paar andere hier rumliegen und aktuell eigentlich keinen Bedarf an weiteren Diamond Paintings. Ja, bin jetzt so semi zufrieden mit meiner Lösung hier. Ich habe also den Stein hier genommen und dahin geklebt. Von dem hatte ich nämlich genug übrig. Wenn man das so anguckt, dann hatte ich insgesamt eigentlich immer genug übrig. Manchmal eher wenige. Manchmal richtig viele. Und dann waren eben so ein paar Steine dabei, wie zum Beispiel die, die hier keine Standardgröße haben. Oder keine Standardform. Die fand ich ja total niedlich. Diese kleinen Tropfen,
die im Prinzip so groß sind wie ein normaler Stein, aber eben tropfenförmig. Sinn, dass du so schaust, das Kamera. Ja. Also das waren so die Steine, die dabei waren. In Blau gab es auch welche. Ganz viele in diesem Weiß bis ein bisschen grünlich. Gelbe Tropfen. Und rote Tropfen. Insgesamt ist das Bild sehr, sehr bunt. Das ist der Baum. So heißt der Baum Sommer. Es gibt auch Baum Frühling, der ist eher in Grüntönen, also eigentlich eher mein Farbschema. Es gibt natürlich Baum Herbst und Baum Winter. Alle in Strasssteinen, alle ein bisschen anders von den Farben her. Ich hatte aus irgendeinem Grund Lust auf viel Farbe, als ich es bestellt habe. Tatsächlich ist es mir viel zu bunt, um es aufzuhängen. Ich werde es an der Mappe packen und es dann von da aus anschauen, was auch eine gute Sache ist, weil ich müsste es versiegeln, unter anderem deshalb, weil es zum Beispiel hier jetzt eben klebt. Weil dieser Stein, also eigentlich klebt die Oberfläche grob nur da, wo Steine aufgeklebt werden. Also hier nicht. Hier dann eben schon. Du hast gehört. Das ist der Kleber. Und ja, das bedeutet halt, dass da alles kleben bleibt. Also jetzt nicht nur mein Finger, wenn ich drauf tatsche, sondern da bleibt eben auch Staub hängen. Da bleiben die Haare vom Hund drauf hängen. Da bleibt alles drauf hängen. Das heißt, die eine Option, das ist zu versiegeln. Ich weiß nicht, wie gut das geht mit so partiellen Bildern. Habe es auch noch nie gemacht. Und die andere Option ist es, hinter Schloss und Riegel zu packen. Und das ist das, was ich tun werde. Ich werde es in die Klarsichthülle packen. Und dann da anschauen, wenn ich es anschauen möchte. Genau. Insgesamt die Leinwand so Plastik, glitzert ein bisschen. Ist kein absolutes Highlight, weder zum Anfassen noch sonst was. Aber ist okay. Also kann man nicht meckern. Kleber war okay. Hat ohne Probleme gehalten. Und dadurch, dass jetzt hier ganz viele verschiedene Steine sind, ist jetzt auch nie der Fall gewesen, dass irgendwie ein Stein runtergekommen wäre, weil er keinen Platz gehabt hätte oder so. Das ist alles easy peasy und ich habe auch wirklich nicht lang gebraucht dafür. Ja, also das, der Baum Sommer in Straß von Diamond Painting Deutschland. Hat Spaß gemacht, wie gesagt, mir eigentlich zu bunt, aber macht nichts. Genau, so. Das war's dafür. Und wenn ich das nächste fertig habe, zeige ich es euch wieder. Bis dann. Viel Spaß beim Kleben und beim Stricken. Ciao, ciao.